Haben wir Deutschef, kleines Interview fürs Fanradio. Wie gut meinen Sie, schlafen Sie heute Abend oder ist die Anspannung schon ein bisschen höher bevor dem ersten Spieltag? Ja, es ist ja immer gewisse Spannung vom Spiel da, aber absolut mit positivem Gefühl gehe ich morgen ins Spiel. Die Mannschaft hat gute Vorbereitung gemacht und wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben auch gute Testspiele gehabt und ich denke schon, dass wir stark genug sind, auch morgen hier vom Platz als Sieger zu gehen. Deswegen ist gewisse Spannung da, aber ist auch sehr große Vorfreude da. Wir haben ein Gegner, wo jetzt schwer ist zu sagen, wie stark sind die, das ist eine Wundertüte. Die haben 14 Abgänge, 11 Zugänge, deswegen ist ja schwierig, jetzt irgendwie so über Gegner Meinung abzugeben, aber trotzdem denke ich mir, wir müssen jetzt nur auf uns zu konzentrieren und auch morgen vom Platz als Sieger zu gehen. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Wacker Burghausen ist eine kleine Wundertüte. Wie haben Sie die vorher beobachten können oder überhaupt beobachtet? Wie haben Sie sich jetzt auf den Gegner eingestellt? Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, sie zu beobachten, weil die auch relativ wenig Freundschaftsspiele gemacht haben und gegen unterklassige Gegner, nur bis auf St. Pauli, wo sie knapp verloren haben. 2-1 haben sie verloren und ansonsten haben sie nicht so große Spiele gemacht, wo man eigentlich sie beobachten könnte. Und deswegen jetzt mein Schwerpunkt ist für morgen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt nach Gegner gucken müssen. Wir müssen uns nur auf unser Spiel konzentrieren. Ich erwarte aber sehr defensive Gegner. Die spielen vom System her 4-2-3-1. Die haben auch letztes Jahr hier defensiv gespielt und ich denke schon, dass dieses Jahr auch nichts anderes wird. Und deswegen müssen wir morgen sehr geduldig sein. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen, wenn nach ein paar Minuten 0-0 steht. Im Gegenteil, wir müssen sie so bearbeiten, wenn sein muss, auch zweite Halbzeit die Tore machen. Aber eins dürfen wir nicht machen: Hurra, Fußball nach vorne und uns auskontern lassen. Das kann sehr gefährlich sein. Und wo sehen Sie die spezifischen Stärken vielleicht von Burghausen? Also großgewachsene Mannschaft, die haben relativ große Leute und das haben wir auch letztes Jahr oft das Problem gehabt, dass die gegnerischen Mannschaften immer so in der Luft viel, viel überlegener sind als wir. Aber das haben wir gut im Griff bekommen. Dieses Jahr wird wahrscheinlich genauso sein müssen. Und da sehe ich sie stark in der Luft und ich denke schon, dass die auf Konter spielen werden. Und die haben auch Standards. Standards sind die gefährlich. Mit der Turan heißt der Spieler von Bielefeld, ist jetzt neue Verpflichtung nach Burghausen gekommen. Der schießt mit seinem linken Fuß hervorragende Freistöße, Standards. Da müssen wir höllisch aufpassen. Sie haben gerade schon in der Pressekonferenz gesagt, Sie werden keine Aufstellung verraten. Aber wenn jetzt alles so bleibt beim nächsten Training, beim Abschlusstraining, dürfen wir uns dann auf den einen oder anderen Neuzugang von Anfang an freuen? Eins weiß ich 100%, der Pürsic würde anfangen und der andere Kandidat ist ja Krone. Zwischen Krone und Taylor muss ich jetzt mich entscheiden, weil Taylor lange Zeit verletzt war. Jetzt trainiert er seit einer Woche mit der Mannschaft, signalisiert mir schon, dass er bereit ist zu spielen. Ich muss jetzt nur abwägen, wer von beiden beginnt. Also 50-50 steht, was diese Personalien betrifft. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön.